liebe Fettspielende, mein Name ist Dennis, ich bin der neue Praktikant bei Fettspielen und heiße euch willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe auf unserem YouTube-Channel. Wir spielen heute God of Action, ein neues Browser-Game im Travian-Stil. Das Ganze spielt in einem antiken Setting, nicht ganz antik, und zwar ist das Ganze noch vor Römern und Griechen. In einer Welt vor unserer Zeit sozusagen, an der Städte anscheinend auf liegenden Inseln standen. Wir werden jetzt gleich begrüßt von einer leicht bekleideten Fee-Zauberfrau. Sie heißt uns willkommen, Chosen One, welcome to Action. Ich nenne es jetzt einfach mal so, wenn ihr bessere Ideen habt, wie man dieses Wort ausspricht, schreibt es gerne auch in die Comments. Sie ist anscheinend ein Archon und sie erklärt uns jetzt, wie man unsere die Stadt hier aufbaut. Also einfach mal auf Next. Geht auch gleich los. Wir kriegen eine Quest. Wir sollen einen Tempel bauen. Und für diesen Tempel braucht man anscheinend Ressourcen und bekommt eine andere Ressource, die da heißt Faith, also Glaube. Bauen wir doch mal einen Tempel. Okay, vielen Dank. 250 Glaube ist immer ganz praktisch. Diesen Glauben kann man also benutzen, um Segen und Flüche zu zaubern oder auszusprechen. Mal gucken, was so ein Segen oder Fluch bringt. Cast Blessing. Der Minor Drop of Balance wird unseren Glauben in Ressourcen umwandeln. Na, wenn das mal in Wirklichkeit auch gehen würde, wäre das ja ganz praktisch. Hier, klicken wir mal auf diesen Tempel. Cast Blessings und Minor Drop of Balance. So, was macht er denn genau? Aha, aha. Gut. Der macht jetzt einfach Ressourcen für uns, so sieht's aus. Vielleicht finde ich nachher noch, was er denn genau macht. Der hält jetzt hoffentlich auch eine Weile. Lass uns die Ressourcenfelder angucken, die um unsere Insel sind. Ja, hier draußen haben wir schon mal drei Wasserdinger. Ich nehme mal an, da rechts und unten und rechts unten sind noch mehr. Ja, okay, das ist einfach ganz normal, die Produktionsstätten aufbessern. Wir kriegen dafür dreimal einen 5-Minuten-Speed-Up. Dann machen wir das doch. Upgraden wir den. Ah, wow, jetzt machen wir mehr Luft und kriegen dieses Speed-Up. Gut, jetzt erklärt sie uns, wie man Buildings schneller beendet. Ich nehme mal an, das ist dann auch das, wofür man dann am Ende sein Geld ausgeben kann. Und zwar für diese Speed-Ups. Probieren wir doch gleich mal aus. Reduce the time, bla bla. Hier, you use 5-Minute Speed-Up. Ja, das machen wir doch. Use. Und fertig ist unser Air Harvester. Und wir kriegen 2 Speed-Ups. Na, das hat sich doch gelohnt. Jetzt kriegen wir 150 goldene Äpfel, die anscheinend Wissen darstellen sollen. Dann gehen wir da doch mal hin. Dann brauchen wir erstmal einen Tree of Knowledge, einen Baum des Wissens. Bauen wir den doch einfach mal. Wow, 150 goldene Äpfel, das ist praktisch. Dann schauen wir uns doch mal an. Ja, er speichert Weisheit und damit, ja okay, das ist dann sozusagen der Technologiebaum, den wir dort, wo wir Sachen erforschen können. So, jetzt sollen wir mal hier Cottages, also irgendwie Hütten erforschen. Okay, also da lernt man anscheinend dann die neue Gebäude zu gebauen. Dazu braucht man wohl diesen Baum hier. Okay, Research kostet 100 Wisdom. Dauert, naja, man sieht es jetzt nicht. Ich nehme einfach mal an, 2 Minuten. Okay, gut. Das soll der dann mal hier erforschen. Great job, vielen Dank. 250 Ressourcen. Ich nehme mal an, so
wird man nicht immer belohnt, dieses Spiel, aber am Anfang ist es doch ganz schön. Okay, wir sollen unsere Research verbessern. Hier oben ist so, ja, was heißt schon, Activities, da können wir alle unsere Sachen sehen. Ich nehme an, dass hier dann auch, wenn hier was gebaut wird, dass das auch hier angezeigt wird. Finish now, setzen wir doch mal wieder ein Speedup ein, das kennen wir ja schon. Use, das hier ist die Ingame-Währung, damit könnte man sich das dann auch kaufen. So, haben wir wieder nichts, ja, das ist klar. Huzzah! Click the claim button to receive, Schreibfehler, your reward, ja, den holen wir uns doch mal. Wir wissen, wie man Hütten baut, na, dann machen wir doch mal Hütten. Okay, die Hütten produzieren Glaube und Wissen oder Weisheit. Okay, also davon braucht man wohl anscheinend ordentlich. Immer hier auf den kleinen Kreisen kann man die bauen. Ich nehme an, dass man sich nicht alles damit zupflastern sollte, weil noch ein paar neue Gebäude dazukommen. Aber bauen wir doch einfach mal ein. Na, jetzt müssen wir sie hier anklicken. Okay, jetzt wissen wir schon alles. Das ist doch schon mal gut. Also wir haben hier unsere Stadt. Das Ganze stört man übrigens nur mit der Maus, nicht mit dem Pfeiltasten. Wir haben also hier außen unsere Ressourcen, die wir auch upgraden können. Wir haben hier unsere Bauplätze. Was mir noch so ein bisschen fehlt, sind die Armeen, aber ich nehme doch an, dass das auch gibt. Ja, hier Barracks, da wird man doch sicherlich seine Männchen bauen können. Dann tun wir das doch einfach. Wir müssen die Quests zwar nicht mehr machen, aber ich bin ganz froh darüber, auch ein paar Quests zu haben. Additional Quests. Okay, ja, wir müssen keine Quests machen, das ist eine schöne Quest. Build a Barracks, ja, dann machen wir das doch. Ja. Wir müssen anscheinend zuerst etwas erforschen, weil, wenn ich jetzt hier mal so drauf drücke auf das große Ding, there are no new structures to build. Knowledge, Fire, Shield Crafting, aha. Ja, ich nehme mal an, das stand da, glaube ich, auch gerade. Aber das würde auch passen. Shield Crafting klingt nach Barracks. Na, die 30 Sekunden können wir jetzt warten, dann schauen wir uns doch mal nebenbei hier das Ganze an. Sieht ganz schön aus. Ist eigentlich ganz schön gestaltet. Weiß jetzt noch nicht natürlich, wie balanced das Ganze ist oder ob noch irgendwelche Fehler vorhanden sind. Aha, was ist das? Ah, da kann man auch was drauf bauen. Aber bis jetzt sieht das Ganze doch ganz gut aus. Mir kommt es so vor, als hätten wir ziemlich viele Ressourcen, aber das wird wahrscheinlich nicht wahr sein, weil wahrscheinlich kostet später einfach alles super viel. Vor allem die Armeen. Ah, hier sieht man es auch schon. Ja, wir haben keine Armee. Das dachte ich mir schon. Hier, der hat es jetzt erforscht. Dann bauen wir doch einfach mal unsere Barracks hier nach links. Build. Sehr gut. Naja, diese Speed-Ups, die wollen wir jetzt mal nicht immer für 40 Sekunden Aufträge raushauen, dann doch lieber für was anderes. Wir haben jetzt noch gar kein Knowledge, die Sachen kommen jetzt auch ziemlich teuer vor. Sehen wir denn irgendwo unsere Wisdom-Produktion hier? Ah, da ist der Active Blessing übrigens. Na, hier, 100 von allen Ressourcen pro Stunde. Naja, das ist ja ganz gut, sonst können wir momentan auch noch nichts mit unserem Faith anfangen. Okay, eine Hütte macht ein Wisdom per Hour. Wenn wir jetzt sonst keinerlei Wisdom-Einnahmen haben, dann dauert es einfach mal knackige 500 Stunden. Ich nehme mal an, dass das noch um einiges schneller geht. Wahrscheinlich muss man am Anfang wirklich viele Cottages bauen. So, die Quest will ich jetzt noch eben fertig machen. Okay, allows training of troops. Was sollen wir denn noch tun? Build a bazaar. Wieso ist das jetzt hier 0 von 1? Naja, das wird schon registriert worden sein für den Bazaar.
Schauen wir uns doch mal an, was man dafür braucht. Check your reports. Nee. Additional Quests. Okay. Bitte bizarre. Learn Barter. Wir sollen also feilschen, glaube ich, heißt es, lernen. Gut, dazu fehlt uns allerdings noch unser. Ah, jetzt hier. Da. Okay, gut. Wir kriegen hier unsere 200 Wisdom. Die haben wir jetzt geclaimed und dann können wir hier gleich Barter erforschen. Earth One Barter, sehr schön. Also ihr seht in diesem Spiel, das ist eigentlich bekannt aus anderen Browser-Games. Man hat seine unterschiedlichen Ressourcen. Hier schauen wir uns mal an, was die. Okay, hier, das ist dann die man sich dazu kaufen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel man so mit 500 Ether anfangen kann. Aber sind so die Standardpreise. Ich schätze, am Anfang ist man hauptsächlich damit beschäftigt, hier seine Produktion auszubauen. Vielleicht hier mal ein paar Männchen. Ah, hier bei Train. Keine greifen. Ah, okay, man kann sich hier dann. Das scheint die. Naja, sehen wir irgendwas über die. Außer dem Preis. Ah, sie haben. Man verliert einen Wirbel. Naja, so ganz steht da noch nicht, was die können. Das werde ich allerdings sicherlich noch rausfinden. Wenn ihr das schon wisst, wenn ihr seht, ich mache hier irgendwas kolossal falsch. Oder habt Tipps, gerade wie man am Anfang bauen sollte und um was man sich so kümmern sollte. Schreibt es auch gerne in die Comments, wenn es welche von euch gibt, die hier schon unterwegs sind. Mein Name in dem Spiel ist, wer jetzt erwartet, Fett spielen. Ich bin anscheinend hier in 173, 107 Axius. Ah. Okay, hier sieht man dann auch, wer so um uns rum ist. Der Azael und The Blade Level 20. Ich hoffe mal, The Blade ist nett und lässt die armen Fettspielenden erstmal in Ruhe. Aber ich nehme mal an, dass sie ja auch so eine Art Noob-Schutz haben, der uns am Anfang beschützt. Und dann können wir hier mal erstmal gemütlich aufbauen. Ich baue jetzt noch das letzte Gebäude, den Bazar, und habe damit dann auch die ersten Quests hier bald erledigt. Krieg dann eine 200 Wisdom als Belohnung und dann geht es nachher auch weiter. Ein bisschen hier Phalanx bauen, seine Reports checken. Das nehme ich mal an, sind die Dinger, die ich hier noch nie gelesen habe. Genau. Okay, da steht alles drin, was ich gemacht habe. Das ist auch interessant. Items, aha, das sind die Speed-Ups hier. Gut, so wie es aussieht, dauern Sachen später mal eben vielleicht über 7 Stunden und dann kostet das Ganze auch 200 Ether und ja, die kosten schon mal fast $10. Also, man wird sein Geld in dem Spiel auch schon los, so wie es aussieht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Das Spiel sieht ganz gut aus. Wenn es euch gefällt, schaut es euch an. Wenn wir genug Views haben, die Regel lautet ja, ab 100 Views gibt es ein nächstes Video, dann liefere ich euch neuen Content. Dann vielleicht auch mit ein paar mehr Gebäuden hier auf der Insel, vielleicht mal meiner ersten kleinen Armee. Ich bedanke mich bei euch. Tschüss.